So ist das nicht gemeint. Ihr solltet erstmal wissen, was Sheikh ibn Baz rahimullah ta'ala anbelangt. Erstmal, Sheikh ibn Baz hat Saddam al-Hussein damals vom Islam ausgeschlossen. Er hat gesagt, Saddam al-Hussein ist ein Kafir. Warum? Und das war zu der Zeit, wo Saddam rahmatullah alayh, zum Schluss, wie ihr alle wisst, ist er mit Tauba gestorben und mit der Shahada. Und da kann keiner mehr kommen und dann sagen, nee, nehmen wir nicht an, weil wir haben eine Regel in der Aqidah, derjenige, der den Islam mit Gewissheit annimmt, ist auch nur jemand, der mit Gewissheit aus dem Islam ausgeschlossen werden kann. Und er hat ihn mit Gewissheit angenommen vor unseren Augen. Aber in der Zeit, wo Sheikh ibn Baz rahimullah ihn ausgeschlossen hat, war er bei der Ba'ath-Partei. Ba'ath-Partei, a'udhu billah, sie haben gesagt, das waren Leute, die haben gesagt, Ba'ath ist Allah. Und deswegen, Sheikh ibn Baz hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Dann weißt du auch, warum das Vorgehen von Saudi-Arabien damals so gegenüber den Irakern war. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadda.